Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Wellheim. Ich bin so lange durch den Sumpf geirrt und jetzt habe ich endlich Rübensamen gefunden. So sehen die aus. Sehen so ein bisschen aus wie die Karottensamen und sind mehr gelblich. Ach, schön. Und eigentlich eher an der Grenze. Ihr seht ja, ich bin hier zwischen Dunkelwald und Sumpf, bin ich hier so zwischendrin irgendwo. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo man dann sowas finden sollte. Aber es ist schon nicht so leicht, muss man schon sagen. Kann man jetzt definitiv nicht anders sagen. So, jetzt müssen wir aber hier durch den Dunkelwald zurück. Wo sind wir denn eigentlich? Da unten ist der Händler. Okay, wir müssen auf jeden Fall da runter, weil alles andere ist zu weit. Das heißt, wir müssen jetzt durch den Sumpf. Und ihr seht nichts, ne? Ich mache euch mal Licht an. So. Ich laufe mal hier so ein bisschen die Grenze entlang. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch welche finde. Also oben ist direkt Dunkelwald. Deswegen laufe ich hier nochmal ein bisschen lang. Aber ich glaube, das ist schon zu weit oben. Boah, ist das dunkel. Gar nicht mehr gewöhnt. Aber ich denke mal, dass die Kranz hier zu hoch ist. Also ich war ja... Hier habe ich mich übrigens durchgemetzelt. Entweder ist es da oben direkt am Dunkelwald, aber ich glaube nicht, dass sie da wachsen. Ich meine, wir haben ja jetzt... Wie viel haben wir? Rübensamen. Wo sind sie? Da. 6 Stück. Naja, das ist ja schon mal gut. Die können wir ja vermehren. Das ist ja kein Thema. Dann pflanzen wir die nämlich ein. Dann haben wir die ideale Vorbereitung auf den Knochenwanst. Hallo. Da ist auch noch einer. Wir bleiben einfach mal hier am Rand. Vielleicht haben wir noch die Chance und finden noch welche. Ich finde immer diese Reflexion vom Mondlicht, da hat man immer das Gefühl, dass man da was sieht, aber nicht wirklich. So, wir können eigentlich hier am Flussufer entlang gehen. Schade, dass wir nicht noch einen Satz haben. Aber egal, man soll jetzt auch nicht gierig werden. Dann stirbt man nur zu schnell hier im Sumpf. Oh, fuck. Okay. Alles klar. Muss mal ganz schnell Ausdauer recken. Weil ein 2er-Sterne-Skelett macht auf jeden Fall Aua. So, das nehmen wir noch mit beim Vorbeigehen. Ich scroll ein bisschen raus, dann sehe ich eher, wenn er mir im Rücken hacken will. Ja, das sind leider normale Rübensamen. Sammle ich aber auch mal ein. So, dann rennen wir mal zurück. Hat sich gelohnt, der Ausflug hier kurz zum Händler zurück. Ein Würstchen noch. Ein Mitternachtswürstchen. Jetzt müsste man eigentlich Ausdauer haben, um hier zurückzukommen. Vielleicht hätte man sich beim Händler aufwärmen können. Wenn man hier des Nachtens durch den Wald streift. Ja, aber cool, dass wir sie gefunden haben, die Rübensamen. Das ist echt nice. Also Grenze, Sumpf, Dunkelwald. Da ist die Chance auf jeden Fall größer. Weil wenn ich überlege jetzt, wie lange ich schon auch in dem anderen Gebiet den Sumpf abgefarmt habe. Ist das auf jeden Fall eine gute Nummer. Irgendwo habe ich doch gerade leuchten sehen. Da leuchtet es doch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt schon wieder eine Ladung Würstchen. So, jetzt müssen wir doch gleich da sein. Da unten ist der Händler. Das heißt, hier irgendwo am Rand. Was? Auch wieder ein Unwetter, ne? Du bist mitten in der Nacht im Wald. Gar keinen Bock. Und an jeder Ecke bleibst du hängen. Lass mir doch mal die Ruhe, bitte. Disteln. Oh, Skelette. Und... Oh, ein Spawner. Ja, nice. Okay, warte kurz.
In die Richtung müsste es sein. Mit dem Spawner lege ich mich jetzt nicht an. Da habe ich jetzt keinen Bock, weil ich habe da so ein... Spawner und ich haben da so ein Problem miteinander. Oh, oh. Ja. Ich dachte schon, ich höre was. Hat er mich gesehen? Hat er nicht. Hat er mich gesehen? Hat er nicht. Komm her. Du weißt, wo meine Basis ist. Ich muss dich töten. So, endlich. Mann, Mann, Mann. Das hat jetzt aber auch gedauert, das Suchen. Was ein Glück, ey. Was war das eben? Was war das eben? Das hat sich komisch angehört. So, da haben wir auf jeden Fall nochmal 19 Disteln. Das ist echt, das ist so geil. Das ist richtig gut. So, komm. Bevor nämlich noch eine Horde wieder kommt. Machen wir es mal reparieren. So, ab ins Bett. Gute Nacht. Oh, was ein Glück, ey. Endlich haben wir Rübensamen. Schön. Sehr schön, ausgeruht ans Werk. Haben wir noch Honig? Haben wir gar nicht mehr dabei, ne? Gut, aber es dürfte, wir müssen jetzt draußen genügend Honig finden. Das machen wir weg. Das sind Eisenpfeile. Die hatte ich doch hier oben. Und dann machen wir mal hier Anpflanz-Action. Moin, ihr Bienen. So, dala. Ach, wie schön. Jetzt wird alles gut. Leicht neblig hier die Geschichte. Aber das ist ja kein Thema. So, einmal ernten. Was ein Nebel. Wer hat denn hier schon wieder geraucht? Waren die Trolle wieder unterwegs? Feld ist sich leer. Dann Rüben. Ihr kriegt hier eine Sonderbehandlung. Ihr seid so wertvoll. Da will ich kein Risiko eingehen. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Rübensamen, genau. Ich will Rüben. Das müsste gehen so. Blockiert, weil ich selber draufstehe. So. Ich hoffe, das passt vom Abstand. Aber das ist eigentlich so optimal. Und wenn nicht wachsen, ihr habt ja gesehen, auch die anderen sind ausgewachsen. Na? Hat er gerade gespeichert? Was war das? Oder hat er die fette Horde nachgeladen, die mir jetzt gleich die Base zerlegt? So, da das mit den Rüben noch dauert.
sollten wir jetzt mal an die Verteidigung denken. So, ich lasse das mal so. Der Rest kommt hier rein. Die tauschen wir gerade aus. Die setzen wir auch hier so rein. So, hier kamen hier diverse Trolle. Also man sieht ja da noch die Überreste vor der Tür. Und haben wir Harz? Warte mal, ich will mal ganz kurz. So. Harz. Ich will mal ganz kurz die Lichter hier auffüllen. Guck mal, wie langsam die runterbrennen. Die sind echt optimal, die Dinger. Und oben im Schlafzimmer auch nochmal. Fällt mir nämlich gerade ein. Ach, hier oben habe ich ja gar keine. Warte mal, hatte ich hier draußen eine? Nee, ich hatte alles mit Pilzen gemacht, ne? Okay. Hatten wir sonst keine mehr? Dann haben wir nur zwei Fackeln gesetzt gehabt. Das ist aber übersichtlich. So. Wir werden jetzt mal draußen das Holz noch ein bisschen umwandeln. Und nehmen uns einfach mal ein Stack Kernholz mit. Und dann werden wir mal ein paar Spitzen setzen. Das wird zumindest den Bereich, wo die Gegner bisher gekommen sind, nämlich vom Landesinneren, ein bisschen absichern können. So. Bauen. Spitzen. Spitzen, Spitzen. So. Dann helfen wir mal den Schweinen hier ein bisschen. Warum kann ich das nicht setzen? So, ich habe keinen Bock, dass die Schweine verrecken, wenn ich sie hier rein locke. Wir machen mal so. Hier haben wir keine Werkbank. Hm. Willst du mir helfen? Dann machen wir jetzt erstmal eine Werkbank hier hin, damit ich da in Ruhe bauen kann. Sechs normales Holz fehlt, okay. Hier liegt ja noch ein bisschen was an Holz. Dass zumindest die Schweine erstmal geschützt sind, das ist echt am wichtigsten. Und vielleicht oben die Felder und so. Gut, langfristig wollte ich ja hier diesen Bereich, wo Eiktür gespawnt wird, wollte ich ja noch umwandeln in ein Portalhaus. Ne, das hier so ein bisschen einzäunen und dann daraus so einen Portalbereich bauen. Na? Willst du mitspielen? Er will nicht. Ich habe aber die Tür offen gelassen. Oder ist jemand rein? Hallo? Na du? Ja, Eisenaxt oder Eisenspitzhacke. Ich würde sagen Eisenspitzhacke, wa? Eisenspitzhacke wäre schon eigentlich das Bessere. Und die können wir uns auch leisten. Weil ich glaube, wir brauchen eine Eisenspitzhacke, um das nächste Erz abzubauen. Meine ich. Und ich glaube, wir haben noch genauso viel, dass wir eine Spitzhacke machen können. Schön gewütet. Ich hätte sie noch ein bisschen mehr durchkalten müssen. Leider verschwinden die mit der Zeit, mit den Wellen. Aber jetzt machen wir erstmal die Schweine einigermaßen sicher, dass die da beim womöglichen Angriff etwas geschützt sind. So. Jetzt ist halt die Frage, man müsste die vielleicht sogar ein bisschen weiter wegsetzen, weil die Trolle schlagen ja aus einer gewissen Entfernung hier drauf ein, ne? Wieso kann ich... Da geht's. Nicht, dass die halt, weißt du, so drüber reichen.
Okay, da fehlt uns noch ein bisschen Kernholz. Oh. Was ist mit euch los? Habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Geh mal weiter. Warte mal kurz. Wie machen wir das denn am besten? Ich hole... Habe ich was zum Essen dabei? Ne, die Pilze da gebe ich denen nicht und die Blaubeeren auch nicht. Ich hole mal kurz Möhren. Muss die da mal reinlocken. Was ist denn da los? Schweine sind geflüchtet. Keine Ahnung. Mehr als 12 Schweine will man nicht haben. So, Jungs und Mädels von den Schweinen. Ich schicke euch mal hier hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Kommt die eine Sau auch noch? Komm, hol dir was zu fressen ab, Kleiner. Das war wahrscheinlich von hinten von den Drollen. Die haben das Ding wahrscheinlich zerstört. Na, jetzt aber alles... Ah, das Türchen. Gut, das vergammelt, weil halt kein Dach drauf ist. Naja, die haben hier gegengeschlagen, ja. So, da haben wir sie raus. Da müssen wir auf jeden Fall hier weiter absichern. Mann, habe ich Kernholz geholt, ne? Mann, richtig gut, dass ich das Kernholz gleich mitgenommen habe und nicht zweimal gehen muss. Das wäre irgendwie doof. Ja. So, hier ist aber alles rausgeschmolzen, wa? Oder? Ja, haben wir. Nice. So. 30 Eisen haben wir noch. Sehr gut. Gut, dass ich hier nochmal rein bin in das Tor. Wir können auch aus Stein bauen, ne? Dass wir so ein Fundament aus Stein machen. Da müssen wir aber eine Menge Stein farmen. Na komm. So. Oh, habe ich mich selber reingestellt. Wollen wir mal das Spitzenproblem ausprobieren? Komm mal her. Tja, ich hab's dir gesagt. Da fehlt uns normales Holz. Wir haben ja noch ein bisschen was vor der Tür. Wobei, es ist eigentlich blöd, was ich mache. Ich kann ja wieder das Momentum ausnutzen hier von den Bäumen. Ich kann ja hier noch einen fällen einfach. Oh, das kann auch das Momentum hier, um das Ding auf den Kopf zu werfen, nutzen. Okay. Gut. Gespeichert.
So, das müsste erstmal reichen. Kann ich auch nochmal neu pflanzen hier oben. So. Jetzt machen wir das hier noch zu. Ich mag das nicht, wenn Baumstümpfe stehen. Das ist sowas doof. Natürlich hätte ich es mir jetzt leichter machen können, indem ich mir den Wagen geholt hätte. Ich weiß. Aber so geht's auch. Ist ja nicht so weit entfernt. Ist ja direkt vor der Haustür. So, haben wir es jetzt einmal hier rum? Ich glaube noch nicht, ne? Ich bin mir aber überlegen, ob wir eventuell doppelreihig stellen. Ob wir die Spitzen in zwei Reihen stellen. So, falls die ersten kaputt gehen. So, ich glaube von hier, es kommt nichts. Oh, Werkbank nicht. Oh, kein Kernholz. Alles klar. Aber was wir machen können, müssten, ist den wieder reparieren. Ich glaube halt auch, dass die nicht lange halten. Wenn ich jetzt sehe, dass ein so ein kleiner Gräuling da reingerannt ist und das Ding gut zermatscht hat, dann ist das wahrscheinlich nicht sonderlich haltbar auf Dauer. Der ist voll. Der ist auch voll. Und den machen wir voll. Da sind kleine Ferkel wieder. Sehr schön. Läuft mit dem Nachwuchs. So, da sind wir einmal rum. Dann machen wir das hier vorne noch. Aber bisher sind sie immer aus dem Richtung Dunkelwald gekommen. Also ich glaube nicht, dass sie großartig von einer anderen Richtung angreifen werden. Normales Holz. So, ich würde sagen, wir machen uns noch eine Spitzhacke, oder? Ah, eine richtig erfolgreiche Folge. Wir haben Rübensamen gefunden. Ich habe einen Ast auf den Kopf gekriegt. Und dann haben wir demnächst, haben wir nämlich gute Suppe. Rübeneintopf. Der ist nämlich richtig wirksam. Und dann können wir uns immer langsam Gedanken machen, dass wir den den Boss machen. Nicht mehr lang hin. Der soll ja noch verstärkt worden sein, habe ich gehört. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen, ganz alleine. So, ich sichere noch mal ein bisschen ab. Guck mal, die Bäume sind schon wieder fast alle weg, die wir gepflanzt hatten. Sehr schön. So, jetzt werde ich wahrscheinlich öfters selber in die Spitzen laufen, bevor hier die Gegner reinplumpsen. Könnte ich mir vorstellen. Nicht möglich, weil oh, jetzt fehlt wieder Kernholz. Leck mich doch. Gut, ich setze nochmal weiter Spitzen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werde ich das hier hoffentlich abgeschlossen haben, die ganze Geschichte. Wir haben Rübensamen. Ach, ich freue mich. Das wird gut. Bald Rübensuppe. Lecker. Und einen guten Bogen. Und. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.